Hallo, hier ist Tanja. Ich möchte etwas über Pfauen erzählen. Pfauen laufen aber auf sehr vielen Pferdebetrieben rum, in privaten Parks, in Tierparks. Sie gelten als eitel. Zum einen, weil sie halt dieses Rad schlagen und sich gerne dann zeigen, eigentlich eher ihren Hennen gegenüber, aber die Menschen bewundern das auch, daher auch der Ausdruck eitler Pfau. Ein zweiter Aspekt, warum diese Tiere eitler Pfau genannt werden, ist, dass sie sich in allem, was glänzt, spiegeln und begucken und dann da besondere Aufmerksamkeit drauf lenken. Das ist nun also der Grund, wo ich zur aktuellen Zeit komme und im Sinne und Nutzen von Pfauen auf Betrieben, auf Pferdebetrieben. Denn sobald innerhalb dieses Betriebsgeländes, Hofgelände, die glänzenden neuen PKWs der Einsteller oder der Kunden parken, haben die Pfauen eine große Vorliebe für den Effekt des Spiegelns. Ob sie das nun aus der sprichwörtlichen Eitelkeit tun, also sich selbst in diesem Spiegelbild bewundern, oder weil sie es für einen Artgenossen halten, also das Tier entweder anflirten oder bekämpfen, ist vollkommen egal. In keinem Fall mag ein Autobesitzer es, wenn diese Pfauen sein Schmuckstück bekleckern oder bepicken. Dazu eine Anekdote aus der vergangenen Woche, wo ich eine Veranstaltung besucht habe in einem Schloss. Und in dem Schlossgelände parken normalerweise keine Autos, aber zum Anlass dieser Veranstaltung wurde dort eine Kollektion Neuwagen ausgestellt. Wer sich am allermeisten für diese glänzenden Vehikel interessierte, war nicht unbedingt das Publikum, aber die dort lebenden Pfauen.